Hallo und herzlich willkommen bei Doidpedia, der enteralen Infothek von Doid Medical. Mit unseren Videoanleitungen möchten wir Sie mit der richtigen Anwendung von Sondennahrung und der Pflege von unterschiedlichen Ernährungssonden vertraut machen und Ihnen Sicherheit im täglichen Umgang mit den Produkten geben. Ich bin Rico und zeige Ihnen, wie Sie den Konnektor einer PEG-Sonde wechseln. Durch den täglichen Gebrauch einer PEG-Sonde kann es nach einiger Zeit zu starken Verschmutzungen und Undichtigkeiten am Konnektor kommen. In diesem Fall kann der PEG-Konnektor in wenigen Schritten ausgetauscht werden. Informieren Sie sich vorab, von welchem Hersteller die eingesetzte Ernährungssonde ist und welche Größe die Sonde besitzt, um das passende Reparaturset für einen Konnektorwechsel vorrätig zu haben. Die meisten Sonden besitzen am Sondenkonnektor eine Farbkodierung, die einen Hinweis auf die Größe der Sonde gibt. Legen Sie sich zunächst alle notwendigen Materialien für den Konnektorwechsel der PEG-Sonde bereit. Sie benötigen Händedesinfektionsmittel, eine Schere, ein vom Hersteller empfohlenes Hautdesinfektionsmittel oder Antiseptikum, eine Kompresse, das entsprechende Reparaturset für die Ernährungssonde. Waschen Sie sich zu Beginn Ihre Hände gründlich mit Seife und trocknen Sie sie ab. Führen Sie anschließend eine hygienische Händedesinfektion durch. Schließen Sie die Ritschratschklemme an der Sonde. Schneiden Sie den Sondenkonnektor mit der Schere möglichst kurz vor dem Ende ab, um die Sonde nicht unnötig zu verkürzen. Reinigen Sie das Schlauchende vorsichtig mit Hautdesinfektionsmittel, sodass das Schlauchstück fettfrei und sauber ist. Fädeln Sie die Fixierschraube auf die Sonde und schieben Sie den EnFit-Ansatz weitestmöglich in das Schlauchende. Schrauben Sie mit Hilfe der Fixierschraube beide Ansätze fest zusammen. Abschließend können Sie die Schraubhilfe abziehen. Verschließen Sie die Sonde und öffnen Sie die Ritschratschklemme. Zur Vermeidung von Schlauchdefekten sollte die Ritschratschklemme in Nahrungspausen immer geöffnet bleiben. Zudem sollte diese regelmäßig verschoben werden, um einer Materialermüdung am Schlauch entgegenzuwirken. Idealerweise platzieren Sie die Ritschratschklemme randständig am Sondenkonnektor, sodass ein defekter Schlauch gegebenenfalls abgeschnitten werden kann und nicht die komplette Sonde ausgetauscht werden muss. Neben dem Sondenkonnektor können Sie bei Bedarf auch die Ritschratschklemme sowie die Sondenhalteplatte austauschen. Für eine lange Lebensdauer des Konnektors und zum Schutz vor Verunreinigungen empfehlen wir Ihnen, diese regelmäßig zum Beispiel mit einer weichen Zahnbürste zu reinigen.